Wir schaffen das. Diesen Satz sagte Angela Merkel vor knapp einem Jahr im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Seitdem hat die Kanzlerin ihn mehrfach wiederholt, zuletzt Ende Juli. Der Satz soll Zuversicht ausdrücken, Helmut Markwort, Herausgeber des Magazins Focus. Die Flüchtlingskrise ist jetzt richtig im Volk angekommen, in den Gemeinden, in den Dörfern. Das sind die Migranten. Viele haben keinen Asylantrag genehmigt bekommen. Viele erweisen sich als nicht integrationsfähig. Der Staat zahlt Milliarden für diese Flüchtlinge. Wir haben diese riesigen Sicherheitsprobleme. Und zur allgemeinen Enttäuschung sind ja doch viele dieser Migranten nicht irgendwie ausgebildet, auch nicht zu Hause. Die kämen auch zu Hause nicht zurecht. Was am TV sagt, die Syrer, die ich treffe, kommen vom Land. Die haben keine Ausbildung. Das ist ein Riesenproblem, diese hunderttausende muslimischen Männer in unsere Gesellschaft zu integrieren. Damit haben wir schwer zu tun. Wir sind ja am Anfang davon ausgegangen, dass wir dadurch Fachkräftemangel in Deutschland möglicherweise in Zukunft schließen können. Wie bewerten Sie das heute mit dem Blick auf die Situation heute, Herr Markwort? Das mit den Fachkräften, als ob wir ein funktionierendes Einwanderungsland wären, ist ja eine große Illusion. Keine 20% haben eine gute berufliche Vorbildung. Das Bundesamt hat selbst bekannt gegeben, dass 81% der Angekommenen überhaupt keine Ausbildung haben. Zum Teil sind sie Analphabeten, weil die Kolleginnen mehrfach gesagt haben, Asylbewerber, die haben sich um ein Asyl beworben, sind überwiegend abgelehnt worden. Es ist ihnen nicht zuerkannt worden, dass sie politisch verfolgt werden. Und dass die großen deutschen Unternehmen, die anfangs versprochen haben, wir werden sie integrieren, wir werden ihnen Arbeit geben, so wenig beschäftigt haben, liegt einfach daran, dass diese leider mangelhaft oder gar nicht ausgebildeten Migranten überhaupt keine Fähigkeit haben. Die haben keinen Führerschein, die können die Tastatur vom Computer nicht bedienen, was man heute bei den einfachsten Tätigkeiten schon beherrschen muss, und haben riesige Probleme, in unsere Gesellschaft reinzukommen. Das ist eine gewaltige Sache, und deswegen hat das mit Fachkräftezuwanderung überhaupt nichts zu tun. Die müsste man sich aussuchen, wenn man für die Wirtschaft was tun will. Aber diese Menschen sind ja gekommen, überwiegend junge Muslime, die hier sehr schwer zurechtkommen. Das heißt also, wir sind jetzt schon so ein bisschen im Status der Ernüchterung. Es sind nicht unsere zukünftigen Fachkräfte, die gekommen sind. Es sind aber Menschen, die jung sind, die willig sind, die zum großen Teil froh sind, dass sie hier in Deutschland angekommen sind. Was muss man denn tun, damit die möglicherweise trotz dieser ganzen Mängel, also die Sprache, die Qualifikation, dass die trotzdem hier integriert werden können in eine Ausbildung, in den Arbeitsmarkt? Ja, ich glaube, wenn ich unsere Diskussion höre, dann müssen wir auch in unserer eigenen Sprache arbeiten. Und dann gehört für mich dazu, dass wir als erstes mal anfangen, nicht so pauschal über die Ankommenden zu sprechen, wie wir das gerade gehört haben. Das ist nicht so, dass man sagen kann, die 80%, ich meine, oder? Herr Markert, ich meine, dass man nicht sagen kann, die Migranten, und dann ein Bild zeichnen kann, das sind alles schlecht ausgebildete Leute. Es sind viele schlecht ausgebildete Leute. Es sind viele Analphabeten dabei. Aber es sind viele junge Männer, die aus Syrien geflüchtet sind, weil sie sich dem Wehrdienst entziehen wollten, weil sie wussten, sie werden eingezogen in die Assad-Armee oder von den Rebellen, die Ausbildungschancen haben. Also ich glaube, wenn wir über Integration sprechen, diesen Begriff, dann bedeutet das, es ist eine Veränderung dieses Landes, eine Veränderung dieser Gesellschaft. Das Land wird ein anderes sein. Aber auch wir müssen dabei etwas lernen. Ich glaube, diese Differenzierungen sind unerlässlich, sonst wird das Projekt scheitern. Also jetzt mit aller Differenzierung, 20% sind qualifiziert. Ich bin schon wert darauf liegen, dass ich die Zahlen des Bundesamtes zitiere. Und das sind natürlich 8% sind akademisch gebildet. Der berühmte syrische Arzt oder Apotheker, der ist hoch willkommen, der kann auch bei der Integration seine Landsleute helfen, aber über 80% haben gar keine haben Ausbildung. Haben keine Ausbildung, ja, brauchen das Ausbildung, das wissen wir. Das ist eine die Integration hat ja zwei Seiten oder vielleicht sogar noch mehr. Die eine ist die arbeitstechnische Integration, Analphabetentum kann man ausbilden, jahrelang lernen. Das andere ist die kulturelle Integration. Und in dieser Silvesternacht ist natürlich sichtbar geworden und auch polizeidienstlich erkennbar, dass das Frauenbild vieler männlicher Muslime überhaupt mit unseren Wertvorstellungen nicht übereinstimmt. Nach ihren Vorstellungen ist die Frau verschleiert und geht züchtig auf die Straße. Und so wie unsere Frauen erfreulicherweise frei und emanzipiert sich zu bewegen, das halten sie fast für eine sexuelle Herausforderung. Das ist ein riesiges Problem. Hinzu kommt noch ein anderes Thema, was ich auch anschneiden will. Diese jungen Leute, die können ja nichts dafür, aber sind zum Beispiel als Judenhasser
erzogen worden. Das sind Antisemiten. Das ist auch ein riesiges Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Die kommen hierher und hassen Juden. Ja? Und müssen wir gleich mal wieder differenzieren, Herr Dietjen. Ne? An der Stelle. Das ist einfach die Ausbildung. Die können nichts dafür. Es kann sein, dass sich viele assimilieren. Aber das ist das kulturelle Teil der Integration. Bitte, da wir ja alle gern differenzieren. Ja, differenzieren Sie bitte. Wollte ich mal darauf hinweisen, auf den Unterschied zwischen Ausweisen und Abschieben. Da heißt es, die gehören ausgewiesen und so. Tausende laufen in Deutschland herum und sind ausgewiesen. Die haben ein Papier in der Tasche oder im Klo oder ich weiß nicht, wo da steht drauf, gehen Sie raus, die gehen nicht raus. Das Abschieben, der nächste Schritt, das ist ganz schwach entwickelt. Und dann muss ich sagen, ich freue mich, dass Wahlen sind und dass Wahlkämpfe sind, weil da kommen die Themen auf den Tisch, die die Leute bewegen. Und da wird so viel, sowohl bei dem Misere wie auch bei den beiden Innenministern aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern von der Polizeipräsenz auf der Straße gesprochen. Das ist ja ordentlich gut und schön, sehe ich meinen Schutzmann und er kümmert sich und das ist was wert. Aber die nicht sichtbare Polizei halte ich für fast noch wichtiger. Heute hat der Präsident des Deutschen Verfassungsschutzamtes gesagt, gewarnt, dass diese vielleicht arbeitslosen Migranten angeworben werden vom IS, dass sie radikalisiert und terrorisiert werden. Wo geschieht das? In Gefängnissen, in Moscheen, im Netz, da gibt es ja muslimische Dienste. Wir brauchen nicht sichtbare Polizisten, die in den Moscheen Arabisch mithören können oder V-Männer oder die in den Netzen lesen, in den Gefängnissen aufpassen, da wo indoktriniert wird. Das halte ich für die ganz große Gefahr. Natürlich kann man nicht alles vermeiden, aber man kann viel vermeiden, wenn man da frühzeitig drin ist. Und dafür brauchen wir Verständnis, die nicht sichtbare Polizei, um frühzeitig in diese Netze reinzukriechen. Wo Sie sich schon so über den Wahlkampf freuen und die Maßnahmen, die dadurch vorgeschlagen werden, kommen wir doch dann mal zu den umstrittenen Maßnahmen. Einerseits der Entzug der doppelten, also das Beenden der doppelten Staatsbürgerschaft für Menschen von Ausländern, die hier in Deutschland geboren wurden, und das Burka-Verbot. Mit welchem wollen Sie anfangen? Finden Sie beide gut? Auch gut. Ich stelle natürlich fest, ich lebe in einer Stadt, wo sehr viele vollverschleierte Frauen durch München gehen und sehe natürlich darin das Symbol eines anderen Frauenbildes und also Burka. Wir reden jetzt, also ja, um es mal klarzustellen, nicht um die, über die Burka, sondern wir reden über den Augenschlitz, also den Niqab. Auch das Symbol einer Parallelgesellschaft, die existiert. Es ist aber für mich kein vorrangiges Thema. Ich glaube, dass darüber zu viel geredet wird. Ja. Mir ist die vorbeugende Sicherheit das Wichtigste, dass wir frühzeitig erkennen, wenn einer was vorhat. Ich beschäftige mich sehr mit diesem einen Attentäter, von dem ja viele Kollegen und wir auch in die Polizei zuerst angenommen haben, der ist plötzlich radikalisiert worden, wie durch ein Pfingstwunder. In Wahrheit hat er jetzt geschrieben, ich habe in euren Häusern gelebt, ich war mitten unter euch und ich habe das systematisch vorbereitet. Davon fürchte ich, gibt es viele und die muss man aufspüren. Also die nicht sichtbare Polizei, und dafür ist wenig Sympathie in der Bevölkerung, wenn man das hört, Verfassungsschutz, Internetschnüffler und so, halte ich für wahnsinnig wichtig. Gut, also Sie sind bei den beiden umstrittenen Maßnahmen jetzt auch eher sagen, das ist nicht das Wichtigste, das ist nicht das Vorrangige. Das ist mir nicht sympathisch, wenn ich diese Leute nicht sehe. Das ist, wir haben ja auch das Vermummungsverbot. Aber obwohl mir übrigens ein Polizist gesagt hat, da brauche ich keinen Rucksack mehr. In diesen Kleidern kann ich auch Sprengstoff verstecken. Deshalb kann man es durchaus auch als Sicherheitsthema sehen. Es ist aber vorrangig kein Sicherheitsthema, sondern ein Gesellschaftsthema. Wir haben ja 1-2 Millionen in Deutschland, die den Menschen täglich begegnen in vielen Problemen. Und Seehofer hat ja nicht nur gesagt, ich wiederhole das, er hat gesagt, ich habe in allen Punkten Recht behalten. Er ist innerhalb dieser 3-Parteien-Koalition der konservative Part. Den gibt es sonst nicht im Bundestag. Ihre Frage, warum wird das alles der Kanzlerin angehängt? Sie hat es ja an sich gezogen. Ich zitiere den früheren Verfassungsrichter Udo Di Fabio, der hat gesagt, ohne Rücksicht auf Recht und Gesetz hat sie quasi die Schleusen geöffnet. Und so sehr wir, wie der Kollege Dietjen sagt, wegen unserer Freundlichkeit und Herzlichkeit, übrigens insbesondere in Bayern, im Ausland gepriesen werden, genauso wird aber Frau Merkel von den Regierungen der anderen europäischen Staaten auch haftbar gemacht. Sie holt die Leute rein und auf uns sollen sie verteilt werden. Das hat sie schon selbst zu verantworten. Und das Seehofer hat jetzt im Moment keine Wahl. Die Wahl ist 2018. Aber ich glaube,
Er ist mehr unter den Leuten oder seine CSU-Leute berichten ihm mehr von den Landräten auf der Basis. Er ist mehr unter den Leuten als die Kanzlerin und hört die Ängste der Leute. Ich gebrauche auch das Wort Überfremdung. Natürlich werden wir eine andere Gesellschaft kriegen, aber wie stark die Leute haben Angst, Sorge, Kummer. Wir geben 100 Milliarden für die Flüchtlinge aus. Darüber redet niemand. Im Bundestag gibt es kein... Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben mit den 100 Milliarden. 25 Milliarden pro Jahr. Und das für 4 Jahre macht 100 Milliarden. Ja gut, wenn Sie noch mehr Jahre dazu rechnen, werden es noch mehr. Nein, das ist ja ein Plan. Das ist ein Plan. Das ist nicht über das. Ich finde es auch schrecklich. Es klingt übertrieben, es sind aber Fakten. Ich versuche, faktenorientiert zu sein. Sie haben gerade gesagt... Ich hätte gerne eine Frage an Marquardt. Ich wüsste gerne, ob er wirklich glaubt, dass man mit dieser Negativfokussierung, mit diesem sich ausrichten auf die Probleme, die es ohne Zweifel gibt, ob er wirklich glaubt, dass damit das Sicherheitsgefühl auch der Asylanten, die aus Syrien, Afghanistan hierher kommen, ob das damit angehoben wird. Ich halte mich für überhaupt keinen Pessimisten, sondern ich fühle mich der Realität und den Fakten verpflichtet und glaube, es ist notwendig, auch diese Seiten zu zeigen, zumal in vielen Medien sehr positiv und sehr schönfärberisch geredet wird, sehe ich mich mal auf der anderen Seite auf die Probleme hinzuweisen, die wir noch jahrelang haben werden. Herr Marquardt, also als Mahner in schwierigen Zeiten.